Herzlich willkommen zum Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Proff. Ich bin Redakteurin für Klima und Umwelt hier am SMC. Das Thema unserer Diskussion heute ist der Strukturwandel in der deutschen Landwirtschaft und die Frage, gibt es zu viele kleine Betriebe? Ausgelöst durch die Bauernproteste in den letzten Wochen diskutieren die Medien sehr intensiv aktuell über die Landwirtschaft in Deutschland. Besonders hervorgehoben wird dabei oft die schwierige Lage von kleinen Betrieben. Was genau das meint, darauf werden wir in der Diskussion noch genauer eingehen, was einen kleinen Betrieb auszeichnet. Aus der Landwirtschaft hört man oft das Argument, dass kleine Betriebe würden durch die Subventionen der EU und Deutschlands benachteiligt. Und das sei ein Mitgrund für das sogenannte Höfesterben, dass nämlich die Zahl der Betriebe seit den 90er Jahren immer weiter zurückgeht. Die EU-Kommission reagiert jetzt auf diese Klagen und will mit einem Maßnahmenpaket, was sie morgen vorstellt, gerade kleine Betriebe von der Einhaltung von den Umweltstandards für die GAP-Förderung teilweise befreien, um sie so zu entlasten. Aus der Agrarökonomie gibt es nun ein anderes Argument. Da heißt es oft, kleine Betriebe seien ineffizient. Sie können auch Umweltauflagen nicht so gut umsetzen, technische Innovationen nicht so gut umsetzen. Und würden trotzdem durch die EU sehr stark gefördert. Der Strukturwandel hin zu größeren Betrieben, könnte man daraus ableiten, ist also vielleicht gar nicht unbedingt schlecht. Über diese verschiedenen Thesen möchten wir heute diskutieren, und zwar einmal aus ökonomischer, aber auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Und das tun wir mit drei ExpertInnen aus der Forschung, die Sie hier auf dem Panel sehen. Ein Hinweis an die JournalistInnen vorab. Stellen Sie Ihre Fragen, die Sie hoffentlich zahlreich mitgebracht haben, gerne in den F&A-Bereich unten, bitte nicht in den Chat. Und Sie finden eine Aufzeichnung und ein maschinell erstelltes Transkript dieser Veranstaltung heute Nachmittag unter dem Link, den Sie in der Reminder-E-Mail heute Morgen bekommen haben. Und dann ein von uns redigiertes Transkript folgt am Montag auf unserer Webseite. Damit würde ich die Expertinnen einmal gern vorstellen. Alfons Bahlmann ist Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien und er bringt uns hier einen ökonomischen Blick auf den Strukturwandel mit. Bernhard Forstner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaft am Thünen-Institut in Braunschweig. Er ist auch Agrarökonom und er forscht sehr viel zu Agrarförderung und verschiedenen Betriebstypen in der deutschen Landwirtschaft. Und Andrea Knierim ist Professorin für Beratung und Kommunikation in ländlichen Räumen an der Uni Hohenheim. Sie ist hier und bringt eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf das Thema mit. Sie forscht viel zu Innovationen in der deutschen Landwirtschaft und arbeitet unter anderem mit Landwirtschaftskammern zusammen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie drei hier sind. Herr Ballmann, meine erste Frage geht an Sie. Sie haben in den letzten Wochen sich häufiger in den Medien schon geäußert und dabei haben Sie teilweise gesagt, dass kleine Betriebe oft ineffizient wirtschaften. Was genau meinen Sie damit und warum ist das so? Gut, also vielleicht mal grundsätzlich, wir reden ja hier über Strukturwandel und Strukturwandel ist per se ja kein Ziel, sondern ein Prozess und wichtig sind mit Blick auf die Bewertung von diesem Prozess die Rahmenbedingungen, unter denen Strukturwandel stattfindet, wie etwa Wettbewerb und ein Ordnungsrahmen, der beispielsweise verhindert, dass ökologische und soziale Kosten der Gesellschaft aufgebürdet werden. Und das gilt auch mit Blick auf Belastung von Steuerzahlern und Bürgern durch Subventionen oder besondere Privilegien der Landwirtschaft. Und mit Blick auf diesen Ordnungsrahmen habe ich oft den Eindruck, dass in der politischen, öffentlichen Diskussion Ziele und Mittel vertauscht werden, indem etwa postuliert wird, dass eine bestimmte Agrarstruktur oder bestimmte Arten von Betrieben oder sogar die Abwesenheit von Strukturwandel ein gesellschaftliches Ziel sein. Und das ist eine verkürzte Sicht. Und jetzt vor diesem Hintergrund zu dem Begriff Ineffizienz. Es ist ganz schwer zu sagen, was eigentlich praktisch ineffizient ist, wenn eine Landwirtin oder ein Landwirt mit einem kleinen Betrieb trotz geringer Rentabilität glücklich und zufrieden ist. Ist das nicht ineffizient, sondern das ist unter Umständen dann eben eine effiziente Lösung aus Sicht dieser Person. Was wir allerdings in der Agrarstatistik sehen, ist beispielsweise bei den Testbetrieben des BML, dass viele landwirtschaftliche Betriebe permanent wenig rentabel sind, andere
Gruppen dagegen sehr erfolgreich. Zugleich sehen wir in der politischen Diskussion, dass sich die Landwirtschaft darüber beschwert, dass die Einkommen zu niedrig seien und das, obwohl enorme Einkommenstransfers an die Landwirtschaft fließen, die ja von irgendjemandem finanziert werden. Und in Deutschland sind das jährlich viele Milliarden in Form von Direktzahlungen, Umverteilungsprämien, Einkommensbeihilfen für Hofnachfolger, Begünstigungen im Einkommensteuerrecht, im Erbrecht oder im Erbschaftssteuerrecht. Und wenn man diese Phänomene betrachtet, dann findet man einige Auffälligkeiten. Zum einen, kleinere Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe sind trotz höherer Subventionen je Hektar im Durchschnitt nicht nur absolut oft wenig rentabel, sondern auch je Arbeitskraft. Zugleich findet man geringe Milchleistungen, Ferkelzahlen oder Getreideerträge. Und in Regionen wie in Süddeutschland oder Nordrhein-Westfalen, wo solche Betriebe gehäuft vorkommen, sehen wir zugleich, dass beispielsweise die Bodenpreise enorm hoch sind. Und eine Erklärung für dieses Phänomen gleichzeitig niedriger Rentabilität und hoher Bodenpreise ist ein enormer lokaler Konkurrenzdruck, bei dem sich vielleicht die Betriebe sozusagen gegenseitig auf den Füßen stehen. Und eine Erklärung, die das vielleicht begründen kann, ist, dass es in diesen Regionen große Anreize gibt, eben unrentable Betriebe fortzuführen, weil etwa das Erbrecht oder Steuerrecht Privilegien bieten, zumal die Vermögenswerte in der Landwirtschaft enorm hoch sind. Das heißt, in Bayern oder Nordrhein-Westfalen betragen die Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen im Durchschnitt 70.000 bis 80.000 € pro Hektar. Und da kann alleine aus erbrechtlichen Gesichtspunkten die Fortführung unrentabler Betriebe leicht vorteilhaft sein. Jetzt vielleicht noch eine Anmerkung auch zu dem Begriff Höfesterben, beziehungsweise der Aufgabe von Betrieben. Und hier sollte man im Grunde genommen vier Arten von Betriebsaufgaben unterscheiden. Das eine sind Betriebe, die sich übernommen haben mit großen Investitionen oder in denen Landwirte, Landwirtinnen mit dem Betrieb überfordert sind. Dann zweitens, es gibt Betriebe, die zum Beispiel durch unerwartete Änderungen von Marktbedingungen oder Politikänderungen in Probleme geraten sind oder vielleicht auch die Lust an der Landwirtschaft verlieren. Drittens gibt es Betriebe, bei denen kein Hofnachfolger da ist, weil keine Kinder vorhanden sind oder die Kinder sich beispielsweise gar nicht für Landwirtschaft interessieren. Und viertens gibt es Betriebe, die oft seit langem unrentabel sind und die im Grunde genommen auch oft seit langer Zeit gar keine rechte Entwicklungsperspektive haben. Und aus meiner Sicht sind diese ersten beiden Gruppen vergleichsweise klein zahlenmäßig, aber zugleich vielleicht diejenigen, die politisch vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit benötigen. Zahlenmäßig deutlich bedeutender sind die Gruppen 3 und 4. Allerdings sehe ich hier wenig politischen Unterstützungsbedarf. Bei der vierten Gruppe der unrentablen Betriebe stellt sich eigentlich oft sogar eher die Frage, was eigentlich diese Betriebe so lange in der Produktion gehalten hat. Dankeschön. Sie würden also sagen, an der Stelle ist der Strukturwandel nicht unbedingt was Schlechtes, wenn die vierte Gruppe der unrentablen Betriebe teilweise aufgeben müssen, weil sie sich nicht mehr lohnen. Verstehe ich Sie da richtig? Genau, ohne den Strukturwandel per se zu bewerten, aber es ist sozusagen dann ein Ergebnis eines Wettbewerbsprozesses und dieser Wettbewerbsprozess hat Implikationen genauso wie eben auch für andere Sektoren unserer Wirtschaft, wie beispielsweise bei bestimmten Handwerksberufen, die eben sich enorm auch gewandelt haben und wo man sich im Grunde genommen gar nicht politisch auch damit auseinandersetzt. Dankeschön. Herr Forstner, Herr Ballmann hat gerade schon etwas gesagt zu den Gründen des Höfesterbens oder des Strukturwandels. Was ist da Ihre Perspektive? Gehen Sie da mit oder sehen Sie andere Gründe dafür, dass immer mehr Höfe ihr Geschäft zumachen müssen? Ja, also Alfons Bahlmann hat jetzt vieles gesagt, was ich auf jeden Fall unterstützen würde. Und ich möchte das auch nicht wiederholen in meinem kurzen Eingangsstatement, aber ein paar Ergänzungen anfügen. Zum Ersten, der Begriff Höfesterben, den finde ich auch höchst problematisch. Und Alfons Bahlmann hat darauf hingewiesen, dass man hier differenzieren
muss. Der Strukturwandel findet permanent statt. Und wenn man zurückguckt, dann war der Strukturwandel schon wesentlich stärker, als er zurzeit ist. Und das heißt also, die Demonstrationen und die Diskussionen haben eine andere Ursache. Der Strukturwandel findet permanent statt und es ist ein natürlicher Prozess, weil sich die Rahmenbedingungen verändern. Und es ist eine Anpassung an die Rahmenbedingungen. Das heißt, es ist ein eigentlich gewollter Prozess in einer wettbewerbsorientierten Marktwirtschaft. Das heißt, wir wollen das. Und insofern würde ich sogar so weit gehen, dass es positiv zu sehen ist. Ja? Also ich würde es jetzt nicht neutral sehen, sondern positiv sehen. Und der verläuft im Zeitablauf mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Ich habe gesagt, früher war er schon mal deutlich schneller als zur Zeit. Und auch die Abläufe, die Formen sind unterschiedlich. Und vielleicht muss man auch noch festhalten, wir haben ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Zum Beispiel, wenn Sie Ostdeutschland, Westdeutschland angucken, in Ostdeutschland kommen wir eben auch aus einer sozialistischen Planwirtschaft. Und insofern kann man das dann die Entwicklungen auch nicht direkt vergleichen. Und dann gibt es große Unterschiede zwischen den Regionen innerhalb Ostdeutschlands, aber auch innerhalb der früheren Bundesrepublik. Ich würde nun gern zu den Ursachen von Strukturwandel kommen und Alfons Bahlmann hat einiges schon genannt und ein paar möchte ich noch ergänzen. Die sogenannten Push- oder Stressfaktoren oder Pull-Faktoren, die quasi aus dem Sektor Faktoren abziehen. Grundsätzlich gibt es diesen Strukturwandel, weil es Unterschiede gibt, weil es Produktivitätsunterschiede gibt, weil es Unterschiede in der Ausgangssituation und in den Wettbewerbsbedingungen gibt. Der Betriebe von ganzen Regionen, von Branchen. Und das führt dazu, dass Faktoren wandern. Und das ist ja im Grunde dann der Strukturwandel. Es gibt dann die Produktivitätsunterschiede führen zu Einkommensunterschieden. Und das führt zu unterschiedlicher Wettbewerbsstärke. Und das heißt, das Ganze spielt sich dann auf dem Faktormarkt ab, vor allem in Deutschland auf dem Bodenmarkt und zunehmend auch bei den Fachkräften, also im Arbeitskräftebereich. Was den Strukturwandel vielleicht am meisten treibt, so diese Ursache, das sind technische, biologische, organisatorische Entwicklungen. Die haben zu einer Spezialisierung von Betrieben geführt. Manchmal ändert sich das wieder, sodass es mehr in Richtung Diversifizierung geht. Aber im Grunde haben sich die Betriebe im Vergleich zu vor 50 Jahren deutlich spezialisiert. Wir haben eine ganz starke Mechanisierung, Ersatz von Arbeitskräften durch Kapital, Automatisierung jetzt auch. Und die Kapitalisierung führt dazu, dass der Arbeitsplatz sehr teuer geworden ist. Wir liegen zurzeit, wenn man die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung hernimmt, zwischen 600.000 und 700.000 Euro pro Arbeitsplatz. Neue Entwicklungen befördern das Ganze, Big Data, gestützte Datenermittlung, KI, Präzisionslandwirtschaft sind hier Stichworte. Die zweite Ursache ist, dass wir Skaleneffekte haben. Das heißt, wenn Sie größere Flächen haben, mehr Tiere haben und wenn Sie das standardisieren können, dann haben Sie Vorteile in der Produktion, aber auch im Einkauf und in der Vermarktung. Das heißt also, je größer hier, desto besser, kann man sagen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wenn was schief geht, gibt es auch eventuell größere Probleme. Und man liest immer wieder von Havarien und so weiter. Das heißt also, das Stichwort Resilienz spielt hier eine sehr große Rolle. Von Betrieben, aber auch von ganzen Systemen. Die Entwicklungen auf den Agrar- und Rohstoffmärkten, hier ist zu nennen vor allem die Energieerzeugung. Das gab es bis vor 20 Jahren ja überhaupt nicht. Aber das hat sich zu einem ganz lukrativen Feld entwickelt. Und gerade jetzt, wenn Sie an Photovoltaik, Agrophotovoltaik denken, dann ist Boden immer mit im Spiel. Ja? Auch bei Windkraft. Der Arbeitsmarkt hatte ich genannt. Eine Ursache ist hierfür die Demografie und dass man woanders möglicherweise attraktivere Arbeitsplätze vorfindet. Und dann ist die Agrarpolitik zu nennen. Die Agrarpolitik kann durch Fachrechtsänderung natürlich auch eine Ursache für den Strukturwandel sein und kann ihn beschleunigen,
kann ihn auch bremsen. Alfons Barmann hat darauf hingewiesen, aber wenn Sie zum Beispiel in den Haltungsbedingungen der Schweinehaltung etwas ändern, dann müssen die Betriebe stark investieren und dann steigen in diesem Prozess viele Betriebe aus. Anbindehaltung ist ein aktuelles Thema in der Milchviehhaltung. Das führt auch dazu, dass viele Betriebe rausfallen werden. So, und jetzt gibt es einige Aspekte, die beschleunigen den Strukturwandel und andere, die hemmen den Strukturwandel. Und beschleunigen tun sicherlich Krisen, Schocks, das können Seuchen sein auch, es können persönliche Krisen sein, also wenn sie auf der betrieblichen Ebene sind. Es gibt oft Unfälle, es gibt Krankheiten, es gibt Todesfälle, das heißt, ein Betrieb überlegt sich, dann mache ich weiter oder nicht, obwohl er vielleicht gut aufgestellt ist. Erbauseinandersetzungen, Generationenkonflikte, man könnte hier vieles nennen. Das sind so Push-Faktoren. Und dann gibt es eben noch Pull-Faktoren, das sind die attraktiven Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft. Und wenn Sie eine gute Ausbildung haben, dann vergleichen Sie natürlich, wo Sie sich besser entwickeln können. Und was hemmend wirken kann vielleicht noch, da gibt es die rechtlichen Barrieren und die Renten vor allem. Die Betriebe im Sektor halten, einfach weil man viele Vorteile hat, wenn man den Status Landwirtschaft, landwirtschaftlicher Betrieb beibehält. So viel vielleicht von meiner Danke. Seite zunächst. Danke. Frau Knierim, Herr Vossner hat gerade schon als einen Grund, warum kleine Betriebe vielleicht nicht, manchmal nicht mit großen so gut mithalten können, technologische Innovationen genannt. Zum Beispiel Precision Farming, Smart Farming, KI in der Landwirtschaft. Nun forschen Sie genau zu solchen Sachen, zu Innovationen in der Landwirtschaft. Wenn man sich jetzt mal einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb vorstellt, vor welchen Herausforderungen steht so ein Landwirt oder eine Landwirtin, wenn es darum geht, solche technologischen Neuerungen umzusetzen? Und kann das trotzdem gelingen, auch wenn es ein kleiner Betrieb ist? Ja, vielen Dank. Ich denke, durch die beiden Vorreden ist die Komplexität des Feldes schon sehr, sehr deutlich geworden, die sehr vielen Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen. Und es ist auch schon angedeutet worden, dass jetzt mit den digitalen Technologien nochmal eine neue Komponente kommt. Und das möchte ich als erstes aufgreifen. Smart Farming umfasst eine große Bandbreite von Technologien, die mit sehr vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, Chancen kommen. Und den Überblick über diese Vielfalt zu haben und in welchem Bereich vom Betrieb sich das dann lohnt, also wie der Betrieb spezialisiert ist, im Pflanzenbau, in der Tierhaltung, ob es eine digitale Technologie oder Smart Farming fürs Betriebsmanagement ist, das spielt da alles eine Rolle. Meines Wissens informieren sich Landwirte insgesamt, sehr viele Landwirte informieren sich sehr gut und sind immer noch in der Einschätzung, dass es da eine große Unübersichtlichkeit gibt im Hinblick, wie viel Nutzen tatsächlich mit diesen neuen Technologien kommt. Also, und es gibt eine große Unsicherheit im Hinblick auf die tatsächliche Rentabilität. Und dann greifen genau diese Bedingungen, die gerade schon genannt wurden. Digitale Technologien sind eben eine weitere Klasse von neuen Technologien, die auf einen Skalen in steigernden Effekt haben. Das heißt, je größer die Skala, auf der ich die Technologie einsetzen kann, also desto höher ist natürlich der Gewinn, den ich aus dem Einsatz ziehe. Und deswegen ist die Herausforderung, das in kleinen Betrieben zu machen, groß. Jetzt haben wir ja schon gehört, klein und große Betriebe variiert eben auch von der Region her gesehen, ob wir aufs Kapital schauen, dass es ausmacht, ob ein Betrieb klein oder groß ist. Also der Umsatz, meine ich damit. Oder eben die Fläche. Und in diesem Hinblick muss man eben, denke ich, wenn wir auf die Situation schauen, in Deutschland differenzieren, regional. Und wir müssen schauen, wie die unterschiedlichen Agrarpolitiken sind in den Bundesländern, die sich ja jeweils auch an den Strukturen ausrichten. Es ist also sehr schwer, das ist mein erstes Fazit, ganz allgemein eine Antwort darauf zu geben, was jetzt für kleine Betriebe besonders gute Strategien sind. Ein Bereich, der sich gezeigt hat, erstmal ist, dass egal ob ein Betrieb groß oder klein ist, es gibt eben verschiedene Entwicklungspfade, die genommen werden können, um ökonomisch erfolgreich zu wirtschaften. Spezialisierung und die Produktion auf den Exportmarkt oder die Produktion für einen großen anonymen Markt ist eine Strategie, aber Diversifizierung, die Produktion für regionale Anforderungen, die starke Konzentration auf
der Bereitstellung für Ökosystemdienstleistungen zum Beispiel sind weitere Strategien, die in manchen Gegenden Deutschlands eine hervorragende Qualität haben und von uns auch als Gesellschaft gewollt sind. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von Gegenden wie Mittelgebirgslagen, wo wir sehr stark darauf angewiesen sind, dass Landwirtschaft diese Flächen erhält. Wiederum, da sagt jetzt nichts aus über klein oder groß, aber da gibt es eben besonders viele kleine, relativ kleinere Betriebe. Und als Gesellschaft würde ich sagen, haben wir ein Interesse und wir sind auch eine gewisse Verpflichtung eingegangen mit dem Beschluss der Zukunftskommission Landwirtschaft, dass wir Diversität fördern wollen. Das heißt, wir brauchen bei den digitalen Technologien Lösungen, die auch für kleine Betriebe interessant sind. Da gibt es viel zu wenig Forschung. Das finde ich, ist ziemlich deutlich, dass hier private Unternehmen logischerweise aus der ökonomischen Perspektive heraus auf Technologien setzen, die Skaleneffekte nutzen und befördern. Das heißt, sie ist stärker geeignet für große Betriebe als für kleine. Da könnte man sicherlich in der Forschung mehr tun. Und ein zweiter wichtiger Pfad ist, Kooperationen zu fördern, oder auch Lohnbetriebsein, also dass Technologien angeboten werden durch, ja, Lohnunternehmen, durch Maschinenringe oder einzelne private Beratungsunternehmen. Das findet teilweise statt, auch erfolgreich, zum Beispiel Können im Sie kurz Weinbau. erklären, was so ein Maschinenring ist? Ja, sehr gerne. Ein Maschinenring ist ein Zusammenschluss von Landwirten, die gemeinsam Maschinen anschaffen und nutzen. Das kann dann auch wieder durch einen kommerziellen Träger sein. Das kann in der Genossenschaft sein. Da gibt es verschiedene rechtliche Formen geben. Aber es geht darum, dass man einen Maschinenpool hat, der auf mehreren Betrieben zum Einsatz kommt. Ein Lohnunternehmen wäre das Gleiche jetzt in eben einer privatisierten Unternehmensform. Und Sie haben jetzt viel so über generell über technische Innovationen gesprochen. Was ist das denn ganz konkret? Was sind denn jetzt gerade wichtige Innovationen, die passieren, die den Betrieben wirklich auch einen ökonomischen Vorteil verschaffen? Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Was eine technische Innovation, die sich in den letzten 20 Jahren durchgesetzt hat in einer bestimmten Gruppe der landwirtschaftlichen Betriebe, ist der Melkroboter. Das ist eine relativ lange Entwicklung. Wenn wir schauen, wann der erste Melkroboter also sozusagen auf den Markt kam und jetzt fängt er an, sich in einem selbsttragenden Prozess durchzusetzen, in einer bestimmten Klasse von Betrieben, sage ich mal. Für ganz große Betriebe meines Wissens lohnt es sich dann schon eben nicht mehr, sondern es ist in so einer mittleren Lage der Betriebe. Ich kann jetzt da keine Hektarzahlen oder Tierzahlen sagen. Doch, Tierzahlen ist, glaube ich, mehrere hundert Kühe. Und wenn es dann in die Tausenderzahl geht, dann hat man dann wieder ein anderes System. Aber das ist etwas, das erweist sich als ökonomisch profitabel und arbeitswirtschaftlich vorteilhaft. Und es geht aber auch mit einer Umorganisation des Betriebes einher. Also das finde ich ist was man eben sagen muss. Dann werden dann sich Arbeitsverhältnisse ändern. Da kommen mehr Daten zusammen. Das heißt, der Landwirt muss auch wiederum lernen, in eine ganz andere Richtung zu gehen, die Daten auszuwerten und so weiter. Was Mit den technologischen Innovationen kommt nicht einfach eine neue Technologie, sondern dann kommt auch eine neue Organisation des Betriebs. Und da kommt viel Informations- und Lernbedarf dazu. Das heißt, es erfordert auch das Interesse, die Aufmerksamkeit der Landwirte. Und Und hier sind die würden Sie einfach sagen, unterschiedlich aufgestellt. wenn ich da einmal reinhaken darf, würden Sie sagen, dass das jetzt für Familienbetriebe teilweise schwieriger ist, wenn man sich so das Klischee vorstellt, dass da vielleicht eher, naja, über Generationen übermittelte Praktiken gemacht werden, dass es gerade für Familienbetriebe vielleicht schwieriger ist, so neue Innovationen auch anzunehmen und zu erlernen? Oder würden Sie sagen, das ist ein Klischee und das stimmt eigentlich gar nicht? Also vielleicht haben wir erstmal schon mal ein Klischee mit Familienbetriebe, was wir darunter verstehen. Auf jeden Fall sind die auch sehr stark im Wandel begriffen. Das Bild, was wir davon haben, der Mann leitet den Betrieb, die Frau macht die Kühe und das Jungvieh und der junge Sohn macht die Feldarbeit, das ist ja ein Klischee. Ja? Und es hat sich viel verändert. Es gibt jetzt schon die Entwicklung dahin, landwirtschaftlichen Betrieb auch als Unternehmen zu sehen, also unternehmerischere Herangehensweisen zu haben. Und dass zum Beispiel wir wissen, dass Frauen, die einheiratende Betriebe oder die auch eine eigene Berufsausbildung haben, gerne bereit sind, für eine bestimmte Zeit den Betrieb gemeinsam mit dem Mann zu übernehmen, zu führen. Und dann aber, wenn die Kinder etwas größer sind, auch sagen, jetzt möchte ich wieder sozusagen in meinen gelernten Beruf zurückkehren. Also das Familienbild verändert sich, was wir haben. Und von daher
gibt es sicherlich auch das, was Sie gesagt haben, dass es Familien gibt, wo eine bestimmte hergenommene traditionelle Vorstellung des Verhandeln bestimmt auf dem Feld. Aber ich denke, wir können alle Formen von Entwicklungsfähigkeit da auch beobachten. Ich würde das nicht jetzt festlegen. Dankeschön. Ich würde jetzt gerne an der Stelle einmal zu den Fragen der Journalistinnen übergehen. Herr Forstner, vielleicht können Sie den Punkt später noch unterbringen. Dazu sind jetzt noch nicht viele Fragen reingekommen. Schreiben Sie gerne Ihre Fragen in den Chat. Wir haben allerdings auch vorab schon ein paar Fragen bekommen und davon möchte ich nun eine stellen und gern direkt an Herrn Forstner. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Hofgröße und ökologischen Auswirkungen der Landwirtschaft? Sind kleinere Höfe besser für die Artenvielfalt? Ja, vielen Dank für die interessante, relevante, spannende Frage und die ist nicht leicht zu beantworten. Also grundsätzlich geht es um darum, Ziele zu erreichen und wenn Sie ein umweltfreundliches Wirtschaften verfolgen, wenn Sie Tierwohl verfolgen, dann kann das ein großer Betrieb genauso erreichen wie ein kleinerer Betrieb. Und die Frage, die sich vielleicht dahinter verbirgt, ist, gibt es strukturelle Elemente bei kleineren Betrieben, die dazu führen, dass man von Haus aus durch die Art der Bewirtschaftung, durch die Struktur der Felder und so weiter etwas mehr Biodiversität erreicht? Auch da, also die wissenschaftliche Forschung, die ist da nicht eindeutig, überhaupt nicht. Es gibt meines Wissens, was die Studienlage angeht, keine eindeutigen Aussagen. Es gibt zum Beispiel die Erkenntnis, dass in Ostdeutschland auf den großen Feldern manche schützenswerte Vögel deutlich mehr vorkommen als auf kleineren Schlägen in Westdeutschland. Es gibt also man denkt erstmal, die großen Schläge in Ostdeutschland würden dazu führen, dass man weniger Biodiversität hat, dass man vielleicht hier aufgrund der Wirtschaftsweise mehr ökologische Schäden verursacht, intensiver düngt, wie auch immer, weil man das vielleicht mit den großen Maschinen besser ausbilden kann. Aber es stimmt nicht. Präzisionslandwirtschaft heißt. Also gerade vorher haben Sie den automatischen, den Mähroboter genannt. Im Ackerbau ist es dann vor allem die Düngung, die Pflanzenschutzmittelausbringung, Saatgutausbringung. Man sammelt Daten und so ein Schlag hat sehr unterschiedliche Qualitäten häufig und dann können Sie das sehr gezielt ausbringen. Das heißt also Düngemittel da, wo es eben auch wo der Bedarf ist und wo sie auch entsprechende Produktivität haben. Und bei Pflanzenschutz eben auch genau da, wo sie eben Nester haben. Und das ist ein Riesenfortschritt im Vergleich zu früher. Und ich würde sagen, also man kann es nicht eindeutig beantworten, auch im Bereich Tierwohl. Große Betriebe sind manchmal sehr, sehr gut geführt, kleine Betriebe auch. Aber wenn Sie sich die Anbindehaltung ansehen, dann würde ich sagen, das ist ein Problem der Kleinbetriebe. Und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und das hat mit Tierwohl herzlich wenig zu tun. Das Gleiche gilt für Weidehaltung, ein großes Thema zurzeit, Grünlandnutzung, Weidehaltung. Das wird natürlich mit zunehmenden Tierbeständen schwieriger, einfach weil die Arrondierung der Flächen dann nicht geeignet ist und weil dann die Treibwege zu lang sind. Das heißt also, es gibt ein Für und Wider, es gibt viele Argumente, aber man kann nicht eindeutig sagen, groß ist schlechter als klein oder klein ist schlechter als groß. Aber wenn man sich jetzt, Sie haben die großen Feldstrukturen in Ostdeutschland angesprochen, das sind dann ja auch oft Monokulturen, dass also auf großen Flächen eine Frucht angebaut wird, dann müsste man doch schon denken, dass es schlechter ist für die Biodiversität, wenn wir über große Flächen nur Weizen haben zum Beispiel. Genau, aber es kommt immer darauf an, welche Vogelart, welche Tierart Sie dann betrachten. Ja? Also es ist nicht eindeutig. Herr Ballmann, möchten Sie auch was dazu sagen? Ja, teilweise sind ja eben diese großen Strukturen quasi ein Erbe der DDR. Was wir aber eben auch beobachten, also auf der einen Seite gibt es eben ein gewisses Problem, dass, sagen wir mal, auf einer Fläche dann eben nur eine Kultur vorherrscht. Wir sehen aber gleichzeitig statistisch, dass beispielsweise in Ostdeutschland größere Betriebe auch überproportional viele verschiedene Kulturen nutzen. Das ist eben auch wieder, genau wie Herr Forstner eben sagte, so ein gegenläufiger Effekt. Und da kommt es dann eben sehr stark auch auf die lokalen Standorte
drauf an. Eine Frage wäre mit Blick auf Biodiversitätsziele, inwieweit man hier politisch nicht intervenieren kann, nicht indem man bestimmte Betriebe bevorzugt oder benachteiligt, sondern indem man stärker versucht, zielgerichtet Biodiversität zu fördern, indem man gemeinsam mit Betrieben und Naturschutzverbänden versucht, Strukturelemente in der Landwirtschaft, in der Landschaft zu schaffen und eben auch zu entwickeln. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch wieder keine Groß-Klein-Frage, sondern eine Frage der politischen Koordination und Organisation. Und wie beurteilen Sie jetzt vor dem Aspekt, dass die EU-Kommission jetzt gerade für kleine Betriebe eben diese Umweltauflagen, die es ja gibt, aussetzen will teilweise oder lockern möchte? Ja, wie beurteilen Sie das? Also diese jetzige Lockerung, soweit ich das sehe, betrifft das Betriebe mit weniger als 10 Hektar. Das ist selbst in Bayern sozusagen eher Hobbylandwirtschaft. Es ist agrarstrukturell eher unbedeutend mit Blick auf Themen, die wir in diesem Zusammenhang diskutieren. Es gibt einige Betriebe, die davon profitieren. Es sind sogar zahlenmäßig vielleicht eine ganze Menge, aber in der Summe bewirtschaften diese Betriebe doch vergleichsweise wenig Fläche. Ich glaube eher die Rolle dieser Politiken zielen mehr Richtung Südosteuropa, wo wir eben mehr dualistische Strukturen haben, eben auf der einen Seite Subsistenzbetriebe und auf der anderen Seite Großbetriebe. Jetzt gibt es ja aus der Landwirtschaft auch immer das Argument, gerade von kleinen Betrieben, dass diese Umweltauflagen zum Beispiel auch zu Stickstoffüberschüssen, dass die mit sehr viel Bürokratie einhergehen. Würden Sie denn sagen, dass es dann für flächenmäßig kleinere Betriebe schwieriger ist, die umzusetzen, weil man einfach die ganze Bürokratie aber dann für eine kleinere Fläche machen muss? Herr Also Forster. ich glaube, Herr Bahlmann und ich, wir wären uns da einig. Also das ist natürlich für kleinere Betriebe ein größeres Problem, wie überhaupt die Einhaltung des Fachrechts, sich mit all diesen Vorgaben zu beschäftigen, für kleinere Betriebe sehr viel Bürokratie schafft, was kaum zu erledigen ist, weil man ja auch noch die Außenwirtschaft mit erledigt und das einfach bei spezialisierten größeren Betrieben einfacher zu bewerkstelligen ist. Das Gleiche gilt auch für Antragstellung. Das ist für einen Kleinbetrieb ein Riesenakt, ob das Investitionsförderung ist, ob das Flächenprämien sind. Für Kleinbetriebe unheimlich belastend, für Großbetriebe, da haben die eine ganze Abteilung für Spezialisten, würde ich mal sagen. Es ist einfacher zu bewerkstelligen für Großbetriebe. Das heißt, hier haben sie einen Vorteil bei größeren Einheiten. Jetzt ist schon ein paar Mal der Punkt gefallen, dass klein und groß vielleicht eigentlich gar nicht die richtigen Kategorien sind. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber. Können Sie darauf vielleicht nochmal eingehen? Gerne, Herr Bahn oder Herr Forster. Vielleicht kann ich dazu noch etwas sagen, was ich vorher sagen wollte. Wir haben über einen Teil, den wir der Landwirtschaft, der sehr wichtig ist, und Frau Knierim, Sie hatten das angesprochen, Maschinenringe, Lohnunternehmen, Kooperationen. Da haben wir einen ganz, ganz schlechten Überblick, auch über komplexe Unternehmen. Also wir zählen im Grunde Erbsen in der Statistik, aber über die Realität wissen wir immer weniger. Das gilt nicht nur für die Betriebe und die Strukturen, sondern das gilt dann auch für das Einkommen. Und das erklärt dann auch vieles. Also selbst wenn Sie die Subventionen bei den kleinen Betrieben wegnehmen, würde ich davon ausgehen, dass viele Betriebe dann trotzdem bestehen würden, weil es viele Synergie-Win-Win-Situationen gibt. Das ist das Scheunendach, wo ich die Photovoltaikanlage drauf mache und so weiter und so fort. Und von daher müssen wir einfach feststellen, wir haben da ein paar blinde Flecken und reden darüber, aber die Empirie hinkt etwas hinterher und die Statistik vor allem auch. Okay. Jetzt gerne noch einmal zu der Frage, die ich eben gestellt hatte. Ist klein und groß, was bedeutet das eigentlich? Und sind es die richtigen Kategorien, über die wir hier sprechen? Oder sollten wir eigentlich, anstatt über die Größe der Betriebe, vielleicht über den Landbesitz sprechen oder eher über die Betriebstypen, wenn wir darüber reden, ist ein Betrieb wirtschaftlich oder nicht? Herr Ballmann. Also Größe ist relativ. Wir haben in Deutschland regional sehr unterschiedliche Agrarstrukturen. In Ostdeutschland sind im Durchschnitt die Betriebe 10-mal so groß wie in Süddeutschland.
Wenn man aber schaut, wer bewirtschaftet beispielsweise in Ostdeutschland den Großteil der Fläche, dann sind es Betriebe, die nochmal doppelt oder dreimal so groß sind wie der Durchschnitt. Das heißt, wir haben auch noch schiefe Verteilungen mit zu bedenken. Dann gibt es enorme Unterschiede in der Intensität beispielsweise der Flächennutzung. Das heißt, es macht im Grunde genommen eher Sinn, dann sich tatsächlich über die Umsätze von Betrieben beispielsweise zu unterhalten. Dann sprach Herr Forstner eben diese Phänomene an, die teilweise aber auch durch Sonderregelungen der Landwirtschaft wieder getrieben sind, dass aus steuerlichen Gründen es in Nordwestdeutschland bei den Veredlungsbetrieben günstig sein kann, im Grunde genommen drei oder vier Betriebe zu führen. Das heißt, es gibt einen landwirtschaftlichen Betrieb und daneben gibt es einen Hähnchenmaststall, der als zweiten Betrieb geführt wird, einen Schweinemaststall, der als dritten Betrieb geführt wird. Die letzteren beiden nicht als offizielle Landwirtschaftsbetriebe, sondern als gewerbliche Betriebe. Und dann gibt es die Biogasanlage, die Solaranlagen auf dem Dach und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die man nicht nur statistisch schwer erfassen kann. Da ist auch schon schwierig zu sagen, was ist eigentlich Landwirtschaft und was ist sozusagen etwas, was mit Landwirtschaft verbunden wird. Denn agrarstatistisch ist sozusagen die gewerbliche Hähnchenmast eben Gewerbe und nicht Landwirtschaft. Da haben wir eben auch begriffliche Schwierigkeiten entsprechend zu differenzieren. Jetzt würde ich gerne noch einmal auf die sozialwissenschaftliche Perspektive gehen. Wir haben gerade eben schon gehört, kleinere Betriebe, auch wenn das vielleicht nicht immer die richtige Kategorie ist, aber flächenmäßig kleinere Betriebe sind oft weniger rentabel und haben nicht unbedingt für den Artenschutz oder für die Biodiversität Vorteile, sondern teils sogar im Gegenteil. Wenn wir jetzt aber mal auf den sozialen oder kulturellen Wert dieser Betriebe schauen, und Frau Knierim, die Frage stelle ich an Sie. Hier sind drei Fragen von JournalistInnen reingegangen, die in die Richtung gehen. Nämlich, welchen Wert haben kleine Betriebe für den Erhalt dörflicher Strukturen und worin liegt ihr kultureller und sozialer Wert? Können Sie das Ja, sagen? genau. Also das finde ich eine sehr wichtige Frage. Nochmal vor dem Hintergrund, dass es jetzt doch einen gesellschaftlichen oder sage ich mal einen stellvertretenden für die Gesellschaft initiierten Dialog über die Landwirtschaft gegeben hat in der Zukunftskommission Landwirtschaft, in der unterschiedliche Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und auch von verschiedenen landwirtschaftlichen Gruppen, also nicht nur der Bauernverband, sondern auch die ABL und verschiedene Ökolandbauvertreterinnen und auch Vertretungen aus Natur- und Biodiversitätsschutz und so weiter, sich damit auseinandergesetzt haben, warum ist Landwirtschaft wichtig und welche Zukunftsperspektiven hat sie in der Gesellschaft. Und da spielt eine wichtige Rolle, dass Landwirtschaft in den ländlichen Räumen dazu beiträgt, dass die Landschaft erhalten und gestaltet wird und dass wir als Gesellschaft möchten, dass das ökologisch und in einem guten Maße passiert. Also wir haben da eine Anforderung an die Landwirtschaft und wir haben auch eine Empathie, Sympathie und wir wollen, dass sie erhalten bleibt. Warum ist das wichtig? Eben wegen den zusätzlichen Leistungen, die Landbewirtschaftung erbringt für die Ökologie. Kulturell können wir sagen, dass wir ja ungeheuer davon profitieren, dass wir in der Landschaft uns erholungsmäßig bewegen, dass es eine ästhetische Freude ist, dass es traditionell auch, oder nicht traditionell, sondern es gibt historisch Identifikation mit Landschaften. Ich lebe in der Lüneburger Heide, ich lebe auf der Schwäbischen Alb, das assoziiert ganz viel oder bietet Identifikationsmerkmale, aber eben Potenzial für den Tourismus, das wiederum wirtschaftlich ist. Also da gibt es eine enge Verflechtung mit der Landwirtschaft. Und da ist es wichtig, dass auch landwirtschaftliche Betriebe erhalten bleiben. Und wenn wir dann schauen auf die Dörfer, dann hat sich die Struktur dort deutlich verändert. Es gibt viel, viel weniger landwirtschaftliche Betriebe. Und vor dem Hintergrund treffen wir auf die Situation, dass eben Betriebsleiter auch froh sind, wenn verschiedene Betriebe vor Ort erhalten bleiben. Ob die dann, das heißt also, mehrere kleine bieten auch die Möglichkeit, dass unterschiedliche Angebote vor Ort da sind. Dass der eine Betrieb Agrotourismus anbietet, der andere Regionalvermarktung und der dritte Betrieb eher in die großflächigere Bewirtschaftung geht und so weiter. Also es gibt einfach Vorteile, die daraus sich ergeben, dass mehrere landwirtschaftliche Betriebe vor Ort da sind.
Und zum Beispiel in Süddeutschland gibt es Nebenerwerbsbetriebe, die Abrufvermarktung anbieten, was wiederum geschätzt wird, was die Möglichkeit der Begegnung mit der Landwirtschaft bietet. Und dann wiederum in der Schulbildung wird es sehr jetzt heute viel mehr geschätzt, dass Kindern Landwirtschaft nahegebracht wird. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, wie ich mich mit Ernährung beschäftige, wo meine Nahrungsmittel herkommen. Das sind Angebote, die ein hochspezialisierter Betrieb vielleicht nicht machen würde, ein Schulbauernhof. Aber in einem Betrieb, der diversifiziert ist, der vielleicht andere Einkommensstrategien verfolgt oder der sicher andere Einkommensstrategien verfolgt als eine hochspezialisierte Produktion für einen internationalen oder nationalen Markt, der kann solch eine Option bieten. Und ich glaube, dass das, also ich glaube nicht, sondern das ist etwas, was vor Ort dann relevant ist und auch eine Attraktivität in den Regionen beiträgt. Herr Ballmann, mich würde auch Ihre Perspektive darauf interessieren. Würden Sie dem zustimmen, dass es vielleicht einen Wert gibt, abgesehen von quasi der ökonomischen Rentabilität von Betrieben? Ja, aber ich würde das teilweise etwas ökonomischer interpretieren. Landwirtschaftliche Betriebe haben ein Eigeninteresse an lokaler Akzeptanz. Das bedeutet aber wiederum auch, dass es häufig sogar völlig unabhängig von der Betriebsgröße ist, wie viel für beispielsweise auch diese Akzeptanz in den Dörfern getan wird. Wir haben gerade hier in Ostdeutschland traditionell eben gerade auch bei vielen LPG-Nachfolgeunternehmen, die als Agrargenossenschaften geführt werden, sehr starke Engagement, um beispielsweise auch sich um das Dorf zu kümmern. Das ist teilweise Tradition, das ist aber teilweise eben auch Eigeninteresse, weil eben auf die Art und Weise Pächterpflege betrieben wird, weil auf die Art und Weise auch die Attraktivität des Dorfes für die eigenen Mitarbeitenden vorhanden ist. Und wenn wir nach Osteuropa schauen, dort sehen wir gerade eben auch, dass die ganz großen Agrarkonzerne sich teilweise enorm in den Dörfern engagieren, denn sie brauchen dort die Arbeitskräfte, sie brauchen für die Arbeitskräfte Schulen, sie brauchen Kindergärten, sie brauchen Sportvereine etc. etc. Das heißt, vieles von diesem Engagement ist sogar nicht einfach nur gemeinnützig oder sag mal intrinsisch mit Blick auf wir wollen dem Dorf was Gutes tun, sondern weil es im Interesse der Betriebe ist, akzeptiert zu werden, weil man damit eben im Grunde genommen auch seine Produktionsgrundlagen sichert. Und von daher würde ich auch nicht sagen, dass es, wie gesagt, eine Frage von groß oder klein ist. Wir haben teilweise Effekte von Spezialisierung. Wir haben teilweise natürlich auch ein Phänomen gerade in Westdeutschland erlebt. Das hat der Historiker Ewald Frie in seinem Buch Ein Hof und 11 Geschwister sehr schön beschrieben, dass sich in vielen Regionen eine Landwirtschaftskultur herausgebildet hat, die letztlich in den Ein-Personen-Betrieb gemündet ist, wo sozusagen eine Person den gesamten Betrieb macht und damit aber oft auch an der Grenze des Belastbaren ist. Die haben natürlich eine Familie, die dort auch lebt, aber die gesamte Last der Bewirtschaftung, Management und so weiter liegt auf dem Rücken dieser einen Person. Und dann ist halt die Frage, ob dann eben noch Raum ist, sich eben auch um seine lokale Umgebung Gedanken zu machen. Herr Fassner? Ein Aspekt noch, also man sieht auch hieran wieder, es gibt nicht die Landwirtschaft, sondern es gibt bei den großen Betrieben, welche die sehr diversifiziert sind und bei den kleineren auch, im Durchschnitt in der Statistik sind das mittlerweile also 30 bis 50% der Betriebe, die sich diversifizieren in irgendeiner Art und Weise. Und das trägt auch zu Nahversorgung bei und sozialen Angeboten und so weiter und ist positiv. Aber es gibt auch kleine Betriebe, die nur eine Frucht haben und den Fruchtwechsel übers Jahr machen. Das heißt also, wo überhaupt nichts diversifiziert ist. Aber ein Aspekt, den wollte ich noch erwähnen, und zwar soziale Verhältnisse. Wenn Sie in die Schweiz gucken, da ist seit 20 Jahren, glaube ich schon, gibt es im Agrarbericht einen Abschnitt über Burnout.
Und das, was Alfons Bahrmann gesagt hat, kleine Betriebe, eine Person, alles hängt ab von der Person, wenn sie krank ist, wenn sie ausfällt, ja, und der Druck wird immer größer. Und dieses Thema kommt in Deutschland, seit ein paar Jahren nehme ich das wahr, vor allem in Westdeutschland, auch immer stärker auf, wird thematisiert bei den Kammern, bei den Sozialberatungsstellen. Und das ist natürlich auch eine Konsequenz von kleinen Betrieben, die stark unter Druck stehen und dann nicht mehr mitkommen. Und von daher ist es da auch wieder eine Lösung, würde ich sagen, Strukturwandel, wenn man sag mal, den Ausweg bietet. Und da könnte man drüber nachdenken, ob man den Ausweg vielleicht noch etwas erleichtert. Ja? Aber dieser soziale Aspekt, der, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig im Hinblick auf die Kleinbetriebe. Wir sind ganz zum Schluss noch relativ viele Fragen eingegangen. Ich würde versuchen, wir überziehen vielleicht ein paar Minuten, noch ein paar schnell davon durchzubekommen. Also antworten Sie gerne ein bisschen knapper. Herr Bahlmann, eine Frage. Ohne einen Strukturwandel gäbe es keine arbeitsteilige Gesellschaft. Welche Quote von aufgebenden Betrieben ist normal und wo liegt ein Warnwert, dass es markt- oder politisch bedingt zu viele Aufgaben von Betrieben gibt? Also ein Warnwert läge sicherlich in der Frage, wie entwickelt sich die Rentabilitätsstruktur innerhalb der Landwirtschaft. Die Bedeutung des landwirtschaftlichen Strukturwandels für die arbeitsteilige Gesellschaft ist dagegen heute vergleichsweise gering, weil einfach der Anteil der Landwirtschaft schon sehr klein ist. Ist und auch wenn die Anzahl der Betriebe vielleicht sogar nach wie vor mit einer ähnlichen Quote zurückgeht, die Anzahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft geht nicht im gleichen Maße zurück, weil wir eben zunehmend Lohnarbeitskräfte auch in der Landwirtschaft haben. In Ostdeutschland sind das sowieso 80%, aber auch in Bundesländern wie Rheinland-Pfalz sind es über die Hälfte der Arbeitskräfte oder auch in Niedersachsen sind es mittlerweile fast 50% der Arbeitskräfte. Das sind eben Phänomene, die damit zu tun haben, dass die Landwirtschaft in Deutschland sozusagen an einer gewissen unteren Grenze sich befindet im Moment. Es sei denn, die Digitalisierung löst eine ganz neue Dynamik aus oder aber der demografische Wandel, weil eben in den nächsten 10 bis 15 Jahren in vielen ländlichen Gebieten 15% vielleicht sogar der Arbeitskräfte weniger werden. Dankeschön. Herr Forstner, ein Journalist fragt nach der Rolle von Kleinstbetrieben, also so unter 5 Hektar. Häufig wird nur zwischen großen und kleinen Betrieben unterschieden. Was sagen Sie zu Kleinstbetrieben? Es gibt Beispiele, die zeigen, dass solche Betriebe sehr wohl wirtschaftlich erfolgreich sein können, und zwar nur, solange sie nicht zu groß werden. Die Statistik hat früher Betriebe ab 2 Hektar, ab 1 Hektar erfasst. Jetzt ist man auf 5 Hektar hochgegangen. Das heißt, wir wissen da gar nicht so gut Bescheid über die Kleinstbetriebe. Aber vielleicht der Aspekt, dass viele junge Leute auch in die Landwirtschaft gehen wollen und Fläche der knappe Faktor ist, kann dazu führen, dass Kleinstbetriebe, was die Flächenausstattung angeht, vielleicht hier deutlich zunimmt. Es findet auch eine Förderung statt, Existenzgründungsförderung in einigen Ländern, in Sachsen-Anhalt bis zu 100.000 Euro Eigenkapital für Existenzgründer und Gründerinnen. Und natürlich sind sie dann darauf angewiesen, dass sie pro Hektar sehr viel Wertschöpfung generieren. Und das kann dazu führen, dass auch ganz innovative Ansätze hier in die Landwirtschaft reinkommen, die ja insgesamt als Sektor eher konservativ ist. Also von daher, ich würde das auf jeden Fall begrüßen, aber die Förderung, da hätte ich auch meine Fragezeichen, also dass man die so stark fördert. Frau Knierim, eine Frage an Sie. Sind typische Familienbetriebe, die weitgehend ohne Arbeitskräfte außerhalb der Familie auskommen, ein Auslaufmodell? Ja, da sind wir wieder bei der Frage, was typische Familienbetriebe sind. Ich glaube tatsächlich, sie sind in dem Sinne ein Auslaufmodell als auch unser Verständnis davon, wie eine Familie zusammenarbeitet, sich wandelt. Das heißt aber nicht, dass nicht aus den verschiedenen ökonomischen, rechtlichen und anderen institutionellen Prozessen, die hier gerade angesprochen wurden, auch in Zukunft noch viele Betriebe innerhalb der Familie weitergegeben werden, weil es dafür bestimmte Gründe gibt und weil es so schwierig ist, von außen in die Landwirtschaft hineinzukommen,
Wenn man jung ist, ein motiviertes Team oder auch alleine, hat man ganz wenig Chancen. Ich würde gerne noch einen Satz zu dem ergänzen, was Sie gerade vorher angesprochen haben. Also ich finde es wichtig, dass wir auch uns darum bemühen, als Wissenschaftlerinnen in der Statistik mehr Klarheit hinzubekommen, was tatsächlich vor sich geht und auch Diversifizierungsstrategien, die erfolgreich sind, besser abbilden. Und ich möchte nur jetzt zum Schluss dieses Phänomen der solidarischen Landwirtschaft auch anführen. Es ist auch für andere Menschen in der Gesellschaft attraktiv geworden, wieder sich mit Landwirtschaft zu befassen. Das ist keine große Gruppe, aber da gibt es eine Möglichkeit, eine andere Form der Landwirtschaft zu praktizieren, die auch zukunftsweisend ist, auch in einer Nische bisher. Das ist ganz klar so. Aber ich finde, wir müssen auch das wahrnehmen und einfach zur Kenntnis nehmen als einen Prozess, den wir auch als Gesellschaft anschauen und nicht nur die erfolgreichen 10%, die in der Spezialisierung glänzen. Herr Forstner, eine letzte Frage vor unserer schnellen Abschlussrunde. Wenn wir uns die Einkommensstatistiken des BML anschauen, fällt auf, dass insbesondere in Baden-Württemberg verhältnismäßig niedrige Einkommen in der Landwirtschaft, dass es dort verhältnismäßig niedrige Einkommen gibt. Brauchen wir hier den Strukturwandel hin zu größeren Betrieben? In Baden-Württemberg, wenn man sich die Hofnachfolgestatistik ansieht, haben sie also mit auch die niedrigste sichere Hofnachfolge. Das heißt, da wird ein Strukturwandel stattfinden. Ja. Aber man muss auch sagen, diese Einkommensstatistik ist sicherlich nicht vollständig. Also viele Betriebe in Baden-Württemberg, die werden auch daran interessiert sein, ihre Pfründe, ihre Privilegien in der Landwirtschaft so lange wie möglich zu erhalten und werden dann abwägen, ab wann es dann sinnvoller ist, auszusteigen. Dankeschön. Damit würde ich gerne einmal in unsere Abschlussrunde gehen. Wir konnten leider nicht alle Fragen der JournalistInnen beantworten, aber ich denke, die meisten davon. Herr Beilmann, zum Abschluss würde ich gerne einmal Ihnen die Frage aus dem Titel unserer Veranstaltung stellen. Gibt es zu viele kleine Betriebe in Deutschland? Ich glaube, die Frage ist falsch gestellt. Es geht nicht darum, ob wir zu viele kleine Betriebe haben, sondern ob wir die Politik angemessen ausgerichtet haben. Nämlich, dass wir unter Umständen sehr viele Anreize schaffen, die letztlich dazu führen, dass wir viele kleine Betriebe haben. Und man muss bei Subventionen immer drei Dinge bedenken, die der Gesellschaft etwas kosten. Das erste ist, irgendjemand muss die Subvention oder die Privilegien aufbringen. Das sind nicht nur Steuerzahler, sondern beispielsweise im Rahmen von landwirtschaftlichen Betrieben auch weichende Erben oder beispielsweise Ehefrauen im Rahmen von Scheidungen, die nur mit Ertragswerten abgefunden werden, um den Hof sozusagen zu sichern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie etwas kostet, ist, wenn ich einen landwirtschaftlichen Betrieb subventioniere, hat das Auswirkungen auf seinen Nachbarn, weil sofern der nicht die gleichen Subventionen bekommt, hat er einen relativen Wettbewerbsnachteil. Und das heißt, wir verzerren damit agrarstrukturelle Entwicklung. Und das dritte Problem bei diesen Subventionen ist, dass wir Anreize schaffen, in diese Subventionen oder in zukünftige Subventionen zu investieren. Das heißt, es werden unrentable Betriebe beispielsweise übernommen und Leute entscheiden sich dann dafür, den Betrieb weiterzuführen. Und nach ein paar Jahren stellt man dann fest, das ist aber doch kein Zukunftsmodell, das sich dann über die nächsten 30 Jahre rechnet. Das heißt, es werden Leute in die Irre geführt. Und diese Probleme, die muss man eigentlich im Zusammenhang gerade auch mit der Förderung, Begünstigung kleinerer Betriebe wesentlich stärker auch politisch reflektieren. Dankeschön. Frau Knierim, die gleiche Frage. Gibt es zu viele kleine Betriebe? Ist ein bisschen provokant gestellt, das ist mir klar. Ja, aber ich kann mich da jetzt wirklich meinem Vorredner anschließen. Das ist nicht etwas, was man auf einer normativen Weise so entscheiden sollte. Also, sondern es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir eine Vielfalt weiter ermöglichen. Also, das finde ich, die politischen Rahmenbedingungen sollen dahin gehen, dass eine Vielfalt landwirtschaftlicher Entwicklung möglich ist. Und daraufhin müssen auch auf jeden Fall Subventionen überprüft werden.
sind zwei ganz wichtige Dinge. Und ich glaube, da waren wir auch in der Diskussion schon weiter, in der politischen Diskussion, als was sich im Moment abzeichnet in den Umsetzungen. Herr Forstner, die gleiche Frage an Sie. Ich würde sagen, die Politik muss da, wo sie Subventionen, Anreize und Ordnungsrecht einsetzt, muss sich genau überlegen, was sie für Ziele verfolgt. Und Großbetriebe haben von den Flächenprämien auch stark profitiert. Kleinbetriebe werden jetzt auch gepäppelt mit verschiedenen Ansätzen. Und man müsste sich vielleicht da rausziehen, weil das Ziel nicht klar ist. Und zwar in die eine Richtung, genauso wenig wie in die andere Richtung. Und es geht eigentlich um Ziele wie Biodiversität und so weiter. Und da muss man fragen, wer trägt dazu bei, soll unterstützt werden und wer nicht dazu beiträgt, soll nicht unterstützt werden. Und dann wird man sehen, ob wir zu viele kleine Betriebe haben oder ob wir nicht zu viele kleine Betriebe haben. Vieles, was sich entwickelt jetzt mit Big Data, KI und so weiter, aber auch Lohnunternehmen, die können durchaus bei kleinen Betrieben auch ein Angebot bieten, was ein sehr vielfältiges Bild am Schluss ergibt. Und das sollten wir aber dem Markt dann überlassen. Dankeschön. Damit würde ich die Diskussion hier gerne abschließen. Es ist ein komplexes Feld. Ich denke, wir konnten ganz gute Antworten auf einige Fragen geben und ich bin gespannt, was für Berichte daraus entstehen. Vielen Dank. Danke auch an die JournalistInnen. Nochmal der Hinweis: In einigen Stunden finden Sie die Aufzeichnung unter dem Link, der heute Morgen in der E-Mail verschickt wurde. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank auch und bis zum nächsten Vielen Mal. Dank. Wiedersehen.